Liebe Mitglieder der AfD, liebe Freunde, liebe Gäste, lieber Herr Ickler und Musiker, ich freue mich, dass ich heute in diesem tollen Rahmen einige Punkte zur Politik in Deutschland ansprechen kann, aus dem Blickwinkel des Kreisverbands, ja, aber thematisch natürlich schlaglichtartig darüber hinaus und zum Teil aus einer sehr persönlichen Perspektive von mir. Ich bedanke mich auch, dass die HNA nochmal eine Ankündigung gebracht hat. Dazu die kleine Anmerkung, da war diese Veranstaltung als Kehraus apostrophiert. Heute ist aber Aschermittwoch. Kehraus ist noch das Ende des Spaßes. Und heute ist der Aschermittwoch, da beginnt wieder der Ernst. Am Aschermittwoch ist alles vorbei, heißt es in einem bekannten Karnevalsschlager. Und in den letzten Tagen und Wochen wusste man ja wirklich oft nicht, ob gerade eine Übertragung von der GroKo-Verhandlung Sache war oder ob es sich um die Berichterstattung aus Karnevalssitzungen handelte. Und in der politischen Wirklichkeit ist an diesem Aschermittwoch rein gar nichts vorbei. Die Hauptakteure der noch geschäftsführenden und der wieder drohenden GroKo-Regierung sind noch im Sattel. Regierungschefin ist immer noch Angela Merkel, eine völlige Fehlbesetzung, die der AfD von Anfang an klar war. Merkel schwächelt zwar, aber unsere alte Forderung, Merkel muss weg, ist noch immer nicht erfüllt, liebe Freundinnen und Freunde. Unsere Arbeit fängt jetzt sozusagen erst an. Zum Glück haben wir jetzt eine großartige Bundestagsfraktion, der Uwe Schulz wird das gleich hier noch belegen. Und es hilft uns natürlich auch, dass die anderen Parteien dabei sind, für jedermann sichtbar, sich vor unseren Augen selbst zu zerlegen nach allen Regeln der Kunst. Dabei scheinen auch Satzungsregeln kein Hindernis sein. Ich meine, was in den letzten zwei Tagen sich abgespielt hat, war ein versuchter innerparteilicher Putsch von Frau Nahles, der gerade im letzten Moment noch von den SPD-Juristen abgewendet werden konnte. Die AfD hat sich 2013 im April gegründet, im September waren Bundestagswahlen und hessische Landtagswahlen, wir sind also sozusagen in der zweiten Runde jetzt unterwegs. Ob es die schlau eingerichtete Bastion der 5%-Hürde war oder der mangelnde Mut der Wähler, jedenfalls haben wir es damals weder im Bundestag noch im Landtag geschafft. Jetzt sind wir in der zweiten Runde, Bundestagsfraktion steht, 92 tolle Leute, wer Gelegenheit hat im Internet mal zu gucken, was die so in Reden da von sich geben, das ist wunderbar. Und für den Landtag in Wiesbaden gilt jetzt natürlich genau das Gleiche, wir sind damals nicht reingekommen, diesmal geht es aber ins ordentlich Zweistellige nach Wiesbaden. Wir brauchen in dem vor uns liegenden Wahlkampf eine große gemeinsame Anstrengung aller konservativen und patriotischen Kräfte, um der AfD hier eine machtvolle Stimme im Landtag zu geben und für viele Fragen wie Bereich der Polizei, der Bildung, Gesundheitsversorgung spielt die Musik genau dort. Die Frage unserer politischen Gegner, was will denn die AfD in diesem Parlament oder in jedem Ausschuss, die ist naiv. Denn natürlich wollen wir nicht nur hier und da in einem Parlament oder einem Gremium die Stimme einmal erheben, sondern wir wollen die politische Landschaft in ihrer ganzen Breite und Tiefe durchdringen. Und natürlich bleiben unsere größten Themen die Fragen der Existenz unseres Landes und unseres Volkes. Denn genau das steht auf dem Spiel, wenn es um Massenimmigration geht, und um den Versuch, die Unabhängigkeit und die Freiheit Deutschlands aufzulösen und zu opfern auf dem Altar eines konturlosen und nicht durch die Völker legitimierten europäischen Gebildes. Wir halten hier fest, dass die Integration der wilden Einwanderung in den Jahren 15 und 16 besonders in weiten Teilen völlig misslungen ist und dass durch die schiere Menge der Zuwanderer sich große Gruppen, sogenannte Communities, wie man heute sagt, gebildet haben, die sich der Integration in unser Land widersetzen und entziehen.
Viele Einwanderer wollen im Wesentlichen nur in den Genuss unserer Sozialleistungen kommen. Und zwar, wenn möglich, unter verschiedenen Namen gleich mehrfach. Richtig. Die Justiz ist komplett überfordert. Die Gerichte brechen unter dem Ansturm von Klagen durch Nichtstaatsbürger gegen unsere Behörden zusammen. Durch Umbesetzungen wird auch der ganz normale Amtsgerichtsrechtsweg für den Bürger unerträglich lang. In Berlin sprechen wir, wie Nikolaus Fest berichtet hat, inzwischen von fast 2 Jahren, bis sie den Termin kriegen, wenn sie jemanden in irgendeiner Nachbarschaftsstreitigkeit verklagen. Für die Betreuung eines zugewanderten minderjährigen Jugendlichen, wir wissen das, auch von Kriminellen, wird mit etwa 5.000 Euro pro Monat ein Vielfaches der Mittel aufgewendet, die etwa zur Verfügung stehen für die Rente eines alten Menschen, der sein ganzes Leben damit verbracht hat, dieses Land aus dem Trümmerfeld des Zweiten Weltkriegs wieder aufzubauen und die Steuerzahler von heute großzuziehen. Wenn Einwanderer zu zahlreich sind und aus völlig fremden Kulturen, muss Integration scheitern. Wie sollen denn 40% oder gar nur 10% deutsche Schüler in Schulklassen der Ballungsräume die übrigen 90% integrieren? 90% von ganz verschiedener Herkunft, oft mehrheitlich aus muslimischen Ländern, die kommen auch aus dem ländlichen Raum, die sind aus rückständigen Umgebungen. Die wollen außerdem gar nicht zuhören, sondern die wollen forsch und frech ihre eigenen Vorstellungen zum Maßstab des Zusammenlebens in unserem Land machen und wollen diese Verhaltensweisen den Lehrern aufzwingen. Unser Landesvorstandsmitglied Heiko Scholz ist Lehrer in Wiesbaden und kann davon ein Lied singen. Meine Damen und Herren, Deutschland wird den Bürgern gebetsmühlenartig als reich dargestellt, um wider Willen und Widerstand gegen seinen Ausverkauf gar nicht erst aufkommen zu lassen. Wenn man genauer hinter die Zahlen schaut, ist es mit dem Reichtum eines mittleren deutschen Haushaltes dagegen im internationalen Vergleich nicht weit her. Gerade Uwe Schulz hat kürzlich dargestellt, wie da die Verhältnisse liegen. Vielleicht können Sie da nachher noch mal was zu sagen. Ich fand das sehr spannend. Und der Staat kann seine Mittel natürlich auch nur einmal ausgeben, kann sein Personal nur für die eine oder die andere Aufgabe einsetzen. Wer einen Migranten bei der Durchsetzung seiner Rechte gegen Deutschland auf dem Weg zum Verwaltungsgericht begleitet und unterstützt, der kann nicht in der gleichen Zeit Menschen in Alten- und Pflegeheimen füttern und waschen. Wir müssen uns entscheiden, wofür unsere Prioritäten liegen. Es gilt also, die Zahl der kulturfremden Menschen durch Zuzugsrestriktionen und durch Rückführung so nachhaltig zu verringern, dass eine Integration der Berechtigten gelingen kann. Gerade die Jüngeren im Lande müssten eigentlich in Scharen in die AfD und in die junge Alternative eintreten, weil sie doch erkennen müssen, dass sie nach und nach kulturell, vor allem aber auch materiell verdrängt werden, dass Hunderttausende ohne jede nachvollziehbare Berechtigung das von der älteren Generation hinterlassene Erbe zu einem erheblichen Teil für sich abzweigen. Und viele haben leider noch nicht verstanden, dass die ungerechten sozialen Verhältnisse und die weit verbreitete Not, das wollen wir gerne zugeben, in einigen Herkunftsländern gerade durch die Abwanderung agiler und leistungsfähiger Männer nicht gebessert wird. Damit wir uns nicht falsch verstehen, wir Deutschen wollen helfen, mit Rat und Tat. Wir wollen uns im internationalen Austausch anständig und verantwortlich verhalten. Aber wir wollen, können und dürfen entschieden nicht unseren Staat durch forcierte Immigration zerrütten. Und dass der Staat zerrüttet wird, zeigt sich manchmal an ganz kleinen Dingen. Wir haben alle in den letzten Wochen gehört, so mit der Wortwahl rechtsradikaler Aufruhr in Cottbus, was da geschehen ist. In Cottbus begann es am 12. Januar damit, dass 3 Jungs, 14, 15 und 17, einer Frau am Eingang zu einem Supermarkt den Weg versperrten und Vorrang begehrten und von der Frau Respekt forderten. Der Mann, die Frau 43 Jahre, Deutsche, ihr Mann 51 hat sich dann schützend vor die Frau gestellt, worauf einer von den Jungs ein Messer rauszog und den bedrohte. Das sind ganz kleine Einzelheiten, aber es sind keine Einzelfälle mehr.
und die bewirken langfristig eine Zerrüttung unserer Kultur und unseres Landes. Noch ein Aspekt, es wurde heute schon gesagt zur Demografie. Unsere Jahrgänge halbieren sich etwa alle 50 Jahre, das heißt in 100 Jahren sind wir geviertelt, nach 200 Jahren gesechzehntelt. Das wissen wir alle. Gleichzeitig verdoppelt sich in Afrika die Bevölkerung alle 50 Jahre, das heißt sie vervierfacht sich in 100 Jahren. Das muss man sich auf die Zunge zergehen lassen, das kann man eigentlich gar nicht richtig bewerten. Die über 1 Million Menschen, die in 2015 und 2016 hierher gekommen sind, sind innerhalb von 2 Wochen durch den Bevölkerungsanstieg in Afrika schon wieder aufgeholt. 2 Wochen Entlastung durch 1 Million Auswanderung hierher. Das muss man sich klar machen und das ist alles nicht aus der Luft gegriffen. Wenn Sie sich mal vergewissern wollen, gehen Sie mal Wikipedia Uganda. Ja? Uganda hatte 1969 10 Millionen Einwohner. Heute, 50 Jahre später, sind es 35 Millionen. 35 Millionen. Dazu kommen noch Flüchtlinge aus dem Südsudan und die haben große Mühe da. Der Christoph Kral, ein Kenner der Situation, hat vorgestern im Radio im Interview berichtet, dass in Norduganda, wo ungefähr 10 Millionen Leute leben, 90% der Bevölkerung nicht mehr in Dörfern leben, weil da so marodierende Banden, die alle bedrohen, sondern in Lagern. Was meinen Sie, was da passiert, wenn man sagt, wenn ihr wollt, könnt ihr kommen? Dann kommen die. Ja? Das ist also ein Problem, das ist von ungeahntem Ausmaß. In Uganda ist das mittlere Lebensalter 15 Jahre. Wenn man das hochrechnet, ich will Sie nicht mit Mathematik langweilen, aber dann wird in 100 Jahren die Bevölkerung nicht nur vervierfacht, sondern verzehnfacht. Das geht, das muss man sich mal vorstellen. Die Frauen kriegen im Durchschnitt über 6 Kinder. Lassen Sie mich zum Schluss noch auf 2 Begriffe eingehen, die den Deutschen in der Schule und in der öffentlichen Debatte so lange vorenthalten und abgewöhnt wurden, dass sie heute für viele Ohren antiquiert und sperrig wirken, obwohl sie eigentlich unersetzlich sind. Das sind die Begriffe Vaterland und Patriotismus. Es ist etwas anderes, ob ich in einem Land mit seiner Kultur, seiner Sprache, seiner Tradition und seinen Sitten aufgewachsen bin oder ob ich in dem Land nur zurzeit wohne und lebe, mich dort einfach nur aufhalte. Die Wertvorstellungen, die Art zu denken und miteinander zu leben, sind Fundamente, die aus dem Land und aus dem Volk heraus, oft in Jahrhunderten und unter Opfern, von unseren Altvorderern geschaffen, erkämpft und errungen wurden. Selbst die Gesetze sind nicht etwa Ursache dieser Fundamente, sondern sie sind aus zuvor bestehenden Rechtsvorstellungen entstanden. Sie sind sozusagen deren formaler Rahmen, auskristallisierte, lesbare Oberfläche. Es stimmt einfach nicht, dass durch den bloß zufälligen oder auch listig herbeigeführten Aufenthalt in einem Land schon automatisch die Teilhabe an alledem mit erworben wird. Auch ein Deutscher, der zum Beispiel nach Frankreich zieht, ist nicht allein deshalb sofort schon Franzose mit Haut und Haar. Die tiefe, in der Regel über Jahrzehnte oder Generationen wachsende Verwurzelung in einem Land, in einer Heimat, das ist auch so ein Begriff, der nicht so gern gehört wird, das macht das Vaterland aus. Und das Vaterland gibt nicht nur, es fordert auch ein. Zum Beispiel die Erfüllung von Pflichten, gerade so, wie es idealtypisch eher dem Vater als der weniger strengen und bedingungslos liebenden Mutter zugeschrieben wird. Die Liebe zum Vaterland und das sich einsetzen für das eigene Land, das eigene Volk und auch das dahinter zurückstellen der persönlichen individuellen Interessen. Der Respekt vor dem, was die Vorfahren geschaffen haben und der Stolz auf die Teilhabe an dieser Kultur, das alles ist Patriotismus im besten Sinne. Natürlich gibt es Menschen, die wegen des Laufs der Dinge keine Beziehung zu einem Vaterland aufbauen konnten. Das ist dann eben so und das ist auch überhaupt kein Makel. Aber es ist eben auch kein Grund, die Existenz einer emotionalen Beziehung an ein Vaterland ganz zu übersehen oder abzulehnen, gemäß der abwegigen und, wie ich finde, empörenden Parole No Nation, No Borders, die wir von den linken Grünen und vor allem von der Antifa immer wieder hören müssen.
Die Menschen spüren das ganz genau. Was wäre der Fußball ohne Nationalmannschaften? Was wäre Olympia ohne die Nationen? Kommt jeden Tag im Fernsehen, kräht kein Hahn davon. Uns geht es nicht um Überheblichkeit. Es geht nicht um den Anspruch eines objektiven Vorrangs unseres Landes gegenüber anderen. Aber es geht um die größere subjektiv empfundene Bedeutung des jeweils eigenen Landes für dessen Menschen. Und die muss wachsen, das braucht Jahre, das braucht Zeit. Schauen wir in andere Länder, dann sehen wir, dass die Franzosen sich besingen als Enfant de la Patrie. So fängt gleich die Nationalhymne an. Die Amerikaner huldigen der Nation und der Fahne bei jeder Gelegenheit. Das Right or Wrong, My Country oder Trumps America First sind Facetten dieses Patriotismus. Die Briten gehen noch weiter und beschwören Britannia Rule the Waves. Und jedes Jahr ist bei den Knights of the Proms feierlich zu hören, wie aus voller Kehle die Massen singen, Wider and wider shall thy bounds be set. Also möge das Land immer größer werden. Wo also soll das Problem sein, wenn ein Deutscher stolz ist, sagen zu können, ich bin ein Patriot und liebe Deutschland? Meine Damen und Herren, an diesem Aschermittwoch ist wenig vorbei, vieles ist mitten im Gange und einiges fängt gerade erst an. Lasst uns also, wie der Herr Müger das so schön gesagt hat, aufbrechen und mit der AfD und vor allem als Mitglieder in der AfD beherzt und siegesgewiss ins hessische Wahljahr 2018 Kurs Wiesbaden aufbrechen und dorthin marschieren. Ich danke Ihnen. So, wenn ich hoffe, dass wir noch finden. Und er hat den Laden. Ja, kümmerst du dich, ja? Dass die Kinder trocken bleiben. Danke. Ich glaube, in der Reihenfolge, wenn ich es richtig verstanden habe, darf ich das so ansagen, ist Herr Uwe Schulz, ja? Ich dachte, die wollten was trinken. Die wollen spielen. Die wollen spielen? Die Hände zittern schon. Aber sie sind noch nicht komplett. Nein, wollen wir beides. Gut, da kommt jetzt Musik. Und wenn die Musik dann endet, Herr Schulz, dann sind Sie dran.